Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich hier gerade in einem Sturm. Süß, so soll's sein. Egal, East Boston Preparatory School ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Startort für Easy City Downs. Und da will ich jetzt hin. In der Zwischenzeit habe ich offscreen Northern Beach und sogar auch meinen Flugzeugträger mit in mein Versorgungsnetz hinein eingefügt. Das heißt, ich kann dort überall bauen. So, auf geht's Richtung Northern Beach und da gibt's ja noch eine Mission. So, nämlich da Easy City Downs. Da komme ich auch leichter hin, wenn ich das gefunden habe. Also, auf geht's. Gehen wir den direkten Weg. Ich war ja schon mal hier. Kurz bevor ich da nach Easy City Downs reingegangen bin, ja, war leider meine Zeit abgelaufen. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt zu Easy City Down. Los geht's! Oh, schöner Kopf weniger. Ein Raider weniger. Natürlich nehmen wir... sehr gut. Oh, da ist ja noch einer. So, der ist auch erledigt. Brennstecken-Schließfach. Das können wir doch gleich entschieden. Ja, jetzt. Ja. Moment, da ist nichts. Das können wir mitnehmen. Einfach nur abschauen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich ja schon, wenn ich schön in Abschaum bin. Das ist doch richtig geil. So. Ja, schön. Da freue ich mich auch. Hä? Was ist denn hier los? Das sind die guten. Halt. Da ist er. So, der ist auch. Da hinten ist einer. So, der auch. Noch einer, der Nachschlag braucht? Hab sie verloren. Na super. Ah, das sind die guten Roboterrennen. Ah, stimmt ja. Das ist das Roboterrennen. Süß. Du wirst einen prima Sündenbock abgeben. Na gut. Schauen wir uns noch mal schneller weiter um, ob wir noch guten Loot finden. Genau, das habe ich ja schon mal gefunden. Clubhouse Terminal, den kann ich mit Sicherheit entsperren. Ah, das funktioniert nicht. Ups. Bin durch. Das war's. Robotersteuerung.
Okay. Aha. Das wird doch bestimmt interessant sein. Aha. Sehr gut. Und die Reserveroboter werden auch hinzugefügt. So, jetzt gibt's Action. Was zum? Was ist da draußen los? Wenn ich erledigt habe, werde ich mich erstmal entspannen. Gefechtslage festgestellt. Verdammt! War Schein drauf! Wo kommt das denn hin? Ein wenig Ruhe und Frieden. Genau. Du glaubst also, du hättest es drauf, was? Das war die Lüge. Halt. Hier oben muss ich hin. Du hast mich mit den Falschen angelegt. Da haben wir noch gutes Zeug. Das tun wir alles schön brav mitnehmen. Gut, das ganze Zeug muss alles mit. So, auf geht's. Das wäre schön. Oh, ich werde jede Menge Spaß mit dir haben. So, der erste Kugel ist schon mal, die erste Kugel ist erledigt. Ah, ja, dann. Ah, ich weiß schon, das funktioniert nicht. Guten Tag. Überraschender Kontakt. Greif an. Ah, die greifen natürlich jetzt ihre Besitzer an. Das wird sicher lustig. Oh! Wo ist die Leiche hin? Ah, da hinten liegt sie. Müssen wir erstmal jetzt kurz Zeug mitnehmen. Das können wir doch nicht alles stehen lassen. Nee, 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 das geht gar nicht. Das ist ein... So, halt, stopp. So, die Leiche muss natürlich auch mitgenommen. Hey. Okay. Scan ergibt 0 Feinde. Einsatzgebiet sauber. Ah? Hehehe. Meine Aggressotrotz, hab sie alle erledigt. So ist es brav. Hab ich gar nichts machen müssen. Ich habe eigentlich gemeint, dass die mich angreifen würden. Auch noch mit dazu. Offensichtlich nicht. Na gut, da kann ich mich jetzt hier mal schön brav umschauen. Und hier liegt noch einer.
Sehr gut. Was? Da. Moment, jetzt gehen wir mal hoch. Hä? Was soll denn der Scheiß? Lasst hier meine Leute in Ruhe. Das sind meine. Dieser Kampf ist schon entschieden, Mensch. Bedrohung verloren. Aktiviere erweiterten Erkennungsmodus. Zurück zum Alltagstrott. Genau. Negativer Kontakt. Schalt nutzt Guerilla. Feind. Ah, da ist er. Zeigen Sie sich. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Ja, das weiß ich. Bereich sauber. Feindliche Aktivitäten eingestellt. Dann tun wir die gesamten Schrott lagern, Dings und wieder alles nehmen. Okay, los geht's. Hier habe ich ja natürlich jetzt alle mit hinzugefügt. Jetzt haben wir's. Wie schön. Okay, das war der, das war der, das war der. Ah, da ist wieder was. Okay. Also, jetzt sind wir hier durch. Hoffe ich mal, dass es jetzt alles mit Sicherheit noch nicht. Werkstattterminal, was sagst du mir? Okay. Müssen wir noch warten. So. Dann nochmal. Halt, stopp. Nein. Cool. Jetzt haben wir's. Robotersteuerung. So, du musst alle aktivieren. Ich hab keinen Bock. Oh, macht's überall Boom. Oh, schade, hätte ich gern gesehen. Oh, schade.
Dann hier, glaube ich, war noch was. Den Blechmann habe ich ja schon selber erledigt. Bevor ich zu viele Munition verschwende bei den Aggressortrons. Moment, ich muss ja hier hoch. Ach, hier. So, jetzt. Hier muss ich ja lang. Den Hammer. Na komm schon, komm schon. So ist doch, das ist der. So, hier die Anomalen Raider Ödländer mit Munition. Das können wir alles gebrauchen. Dann geht's hier weiter. So. Den habe ich schon. Genau, und hier muss ich dann auch noch hin. Den kann man mitnehmen. Den hat ja mein schöner Aggressortron ja komplett schon erledigt. Somit ist das vollkommen in, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Genau, das ist die. Aha. Finde die 10 mm. Okay. Dann haben wir hier noch einen schönen Überseekoffer. Den nehmen wir auch mit. Sehr gut. Und ein Comic-Magazin. Ich wusste doch, dass noch irgendwas hier sein muss. Sehr schön. Natürlich noch eine wunderschöne Nuka-Cola für mich. Eine Impro-Pistole zum Mitnehmen. Dann. Die haben wir ja schon. Die Roboter haben wir ja schon komplett zerlegen lassen. So, damit haben wir Easy City Downs. Das ging jetzt leichter als erwartet. Also ich habe es jetzt mir echt ein bisschen haariger vorgestellt. Also, Reserved Beach haben wir. Reap Yachthafen auch. Genau. Haus der Cabots, da will ich definitiv noch nicht hin. High School waren wir auch schon. Andrew Station waren wir auch schon. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg von hier aus gesehen nach Süden. In Richtung Vault 88. Genau. Da werden wir jetzt dann schauen, dass wir da in die Nähe kommen zu Vault 88. Wir werden noch nicht. Ich werde mit Sicherheit heute nicht alles machen können, aber dass wir wenigstens in die Richtung. Damit wir vielleicht zu dem. Ich glaube, das müsste dann am Steinbruch oder so sein. Dass wir da auf jeden Fall hinkommen. Wenn das dann ist, dann. Ist da schon ein ganz großer Vorteil. Kommen wir nämlich leichter hin. Oh,
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Na, das macht schon Spaß. Ich habe vorhin mal, habe ich mir mal gedacht, ich schaue mal wieder rein in Fallout 76. Habe ich mir mal einfach ist gut. Da gibt es wieder so vieles zu entdecken. Warte mal, also hier, das hier. Oh ja, da ist viel zu viel. Da sind wieder so viele Sachen. Also, ich muss nach Norden. Also, auf geht's in diese Richtung. Wechseln wir die Waffe. Nicht, dass ich meine stärkste Waffe jetzt auch noch komplett verschwende. Meine Munition. So. Was? Ich bin schon wieder überladen. Nö. Moment. Ja, ich bin vollkommen überladen. Ist es wieder blöd. Na gut, dann gehen wir jetzt zu dieser Polizeistation oder was das sein soll. Südboston Militärkontrollpunkt. Na gut, schauen wir uns mal um, was es hier gibt. Einen Ventilator. Okay, nichts. Dann schauen wir uns mal weiter um, was... Nein, hier ist nichts. Das ist ein Bunker. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten. Notfall von voller Leitung. Okay. Und ein neues Comic-Magazin. Sehr schön. Ah, das hat sich. Das hat sich ja. Eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17, Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten sind in Ihren Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschrift für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort ist das wär's. Was ist denn da schon wieder los? Militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Ich wiederhole. Nee, nichts. Okay. Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ah, der ist in die Luft geflogen. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Ja, ist gut, aber war's das etwa schon? Kann man noch irgendwo reingehen? Nö. Fall gibt's noch irgendwo. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Offensichtlich nein. Okay. Ich wiederhole. Ja, dann wiederhol mal, aber ohne mich. Okay. Jetzt gehen wir weiter in diese Richtung hier. Ah, da ist was. Da ist...
Da ist auf jeden Fall was Strahlenhaltiges. Ah ja, ich weiß, was das ist. Und das ist nicht nett. Ja, man braucht Munition dafür, sonst wird da gar nichts draus. Naja, das ist da, glaube ich, entweder bin ich zu weit weg oder ich mache da definitiv jetzt keinen Schaden. Schauen wir doch einfach mal, was da jetzt rauskommt. Nein, ich mache da keinen Schaden. Das kann es ja wohl nicht sein. Oder sind die schon zu stark für mich? So, da oben ist wieder einer. Schauen wir einfach mal. Das ist jetzt meine stärkste Waffe. Ich gehe jetzt mal in den Nahkampf ein bisschen näher ran. Oh. Was ist das? Ein Leuchter. Big John's Schrottplatz. Ah, da oben. Na gut. Hat ein. Aua. Oh. Jetzt ist da noch eine verdammte Minikanone. Na komm, jetzt haben wir's. Cool. Na komm. So, der ist auch. Da oben ist er. Jetzt habe ich ihn. Ich habe fast keine Munition mehr von meiner besten Waffe. Weil das wär zu viel. Das wird mir zu viel. So. Warte mal, wechseln wir mal die Waffe. Nein, nehmen wir den da.
Ah, da ist... Ah, verdammt! Oh, 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 oh! Ich hab was gefunden, hoffentlich, oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Oh mein Gott. Nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Also. Ja. So, jetzt hat. So. So, wo ist jetzt dieser verdammte... So, die Minikanone habe ich jetzt schon mal. So, auf geht's. Na, komm, 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 komm. So, der nächste. Da ist er. Na, komm. Put, 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 put. Nimm das Körnchen, nimm das Körnchen. Oh. So, jetzt hat. Also eins sage ich, ohne diese Power-Rüstung wäre ich jetzt drauf, wäre ich jetzt, hätt's mich jetzt zerlegt. Das könnt ihr mir glauben. Wie, oh, jetzt schauen wir mal schnell. Waffen. Minikanone. Jawohl, ich habe 528. Alles klar. Dann wollen wir die... Ah, nee, das ist der gleiche. Ja, dann wollen wir jetzt mal die... Was ist mit dem? Sehr gut. Auf geht's. Jetzt gehen wir in die Offensive. Jetzt erledigen wir sie mit ihren eigenen Waffen. Das war der... Aha. Also, los geht's. Attacke! Hä? Na gut. Wozu? Hey. Ah. Wo du hin? Ich dich finden, dich umbringen. Wo zum Henker ist dieser Selbstmörder?
Starten wir mal schnell. Na komm schon. Okay, auf geht's. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Ich glaub, der ist da drin. Ich will zeigen deine Eingeweide. Ah, da ist er. Ja, komm, nimm die Kugeln. Okay. So. Jetzt kann ich etwas wieder etwas mehrer durchatmen. Also das habe ich, dass es so heftig wird. Krass. Ohne die Powerrüstung. Ja, die hat. Ich habe aber keinen Saft mehr für sie. Moment. Jetzt haben wir es. Geschafft. Das kann ich nicht machen, solange ich eine Powerrüstung trage. Okay, gehen wir mal jetzt noch ganz hoch. Ich glaube, ich muss jetzt langsam anfangen, Munition zu produzieren. Was ist das eigentlich für eine Rüstung? Ich bin nur reingesprungen. Ah, das ist eine komplette X01er. Sehr gut. Ah, nur Tagebucheinträge. Sofort wieder rein in meine Power-Rüstung. Meine nächste X01, das habe ich jetzt ehrlich gesagt. So. Munition, schön viele Munition. Das schaut gut aus. Ich dir das Hirn zerbatsch. Ah, da oben. So, da mal ein. Da haben wir noch schöne Camps, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Die müssen alle mit. Ich habe jetzt viele Stimpicks verbraten. Jetzt kriege ich wenigstens wieder ein schöne paar Stimpicks wieder zurück. Right away wird auch gebraucht. So, jetzt gehen wir hier weiter. Ja. Da ist der eine Supermutant, der mich da jetzt gerade noch angegriffen hat. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Und ein weiteres Comic-Magazin. Geil. Das war jetzt schon das dritte heute.
ein Armschutz, eine Mini-Atombombe und ein weiteres Stimpack. Sehr gut. Genau, da muss ich rein. Ah, das muss ich erst aufmachen. Moment. Ach, da oben. Na gut. Muss ich hier lang? Genau, das machen wir auch gleich auf. Gutes. So. Okay. Halt. Moment. Stopp. Hier oben war ich schon. Irgendwo hier muss man es doch. Ah ja, genau, hier ist es. So. Da war's das, da war der. Jetzt müsste ich das öffnen können. Genau. Hier drinnen gibt es nämlich auch etwas, was sehr interessant ist, nämlich das hier. Ein Gleisgewehr. Das können wir abschalten. Ja, ich weiß. Ich habe fast keine Munition mehr. Munition. Falsch formuliert. Der Fusionskern ist fast leer. Aber noch geht's. Noch habe ich ein bisschen was. Ich kann mich noch ein bisschen umschauen. Sonst noch irgendwas hier Interessantes? Big John Safe Key. Ja, hat mir zu viel gebracht, weil den habe ich nämlich schon geknackt. Gut, das war's. Also heute waren es wirklich sehr, sehr harte Supermutanten. Das muss man ganz klar sagen. All diese Kriegsfürsten, die sind schon extrem hart. Da habe ich jetzt noch was gesehen, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich muss meine Energie weiterhin im Auge behalten. Genau, hier war ich noch nicht. War tatsächlich noch einer übrig. Da unten. Ein legendärer. Der kriegt jetzt mal ein paar schöne. Und ein Level Up.
Geil. Das hat sich ja echt gelohnt hier. Das machen wir gleich. Beweglichkeit haben wir. Sekunde. Machen wir den gleich. Dann haben wir das nämlich auch schon. Mache ich nämlich 25% mehr Schaden, wenn ich alleine unterwegs bin. Und da ich ja sowieso alleine unterwegs bin, hilft mir das ungemein. Okay, auf geht's, runter. Ja, super. Toll. Hat sich gelohnt. Hier kann ich wieder raus. Dann schauen wir uns noch weiter um. Aber ich glaube... Oh, ich habe fast keine Energie mehr. Ich muss zurück. Und zwar sofort. Nein, will ich nicht. Genau. Ich muss sofort zurückreisen, denn ich habe keine Energie mehr, Leute. Ich bin fast energielos. Aber das soll es auch für heute gewesen sein, weil es war ja schon extrem hart heute. Big Johns Schrottplatz ist jetzt durchsucht und ich mache mich da noch weiter auf dem Weg Richtung Süden. Jamaica Plain muss noch komplett durchsucht werden. Dann Richtung Vault 88 muss man noch gehen. Was es nicht noch alles gibt. Es hört einfach nicht auf. Ja, aber das ist Fallout 4. Aber was ich noch nicht sagen wollte, ich habe mir heute mal Fallout 76 mal wieder reingezogen, bevor es richtig mit der Action wieder losgegangen ist. Ist nicht das gleiche, ist definitiv nicht das gleiche wie Fallout 4. Fallout 4 macht einfach mehr Spaß, da hängst du leer drin, da kannst du ewig machen. Fallout 76 habe ich nur ein bisschen was gemacht, ein bisschen was verändert, habe ich meine Wackelkopffiguren, da gab es jetzt einen Schrank, habe ich installiert, meine Zeitungen, ein bisschen was gemacht, aber es ist nicht das gleiche, es ist nicht das gleiche wie das hier. So, also, als erstes tun wir mal meine Power-Rüstung ablegen. Genau. Dann lege ich mal den Fusionskern auch gleich. Ah, den kann ich. Stimmt, den habe ich ja drin gelassen. Genau, den lassen wir auch drin, weil ich tue die Power-Rüstung. Moment. Ich brauche sowieso auch später dann eine. Ja. Muss ich überlegen, was ich mit der mache. So. Also, eins muss man sagen, diese Minikanone, die hat ja überhaupt nichts gebracht. So. Aber ich brauche 5,56 mm. Ich tue jetzt nur schnell alles ablegen. Genau. Dann mein ganzer Schrott muss alles weg. Ja. Und dann weiter. Wie gesagt, das tue ich jetzt nur ablegen und irgendwann zum späteren Zeitpunkt. Genau. Und zum späteren Zeitpunkt werde ich das ein bisschen besser sortieren. Das lasse ich jetzt mal da drin. Das ist sowieso nur meine Reserve. Ja, aber das sollte an dieser Stelle jetzt endgültig gewesen sein. Das war heute schon wieder eine sehr interessante Folge, Big Johns Schrottplatz. Hier bin ich jetzt gerade wieder in meinem wohlverdienten Zuhause. Hier fühle ich mich wohl.
So, meine Freunde. Ich muss meine Power-Rüstung noch ablegen. An einen anderen Ort. Ja, dann, wie gesagt, es muss hier noch viel gebaut werden. Ich muss mir noch verschiedene Sachen noch überlegen. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich hier da im Süden. Jetzt gehen wir mal noch schnell rein. Genau. Hier waren wir jetzt. Und jetzt geht es dann weiter Richtung Süden. Hier ist sowieso dann. Da gibt es noch so vieles zu entdecken, so viel zu suchen. Das habe ich ja vorhin gesehen, wo ich Illustration gewesen bin. Aber es University Boys, Jamaica Plain, Shaw High School, da wo ich ja auch für die Stehlende Bruderschaft, dann natürlich Suffolk, Vault 88, Polizeirevier Quincy, Extrem Card, Good Warwick muss ich noch hin. Ja, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ja. So, ich setze mich jetzt erstmal hin und dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Macht es gut, ciao, servus und bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren.